So, weiter geht's mal wieder. Und ich sehe gerade, wir haben eine Wachkammer gebaut. Ist die Frage, wo stand die denn? Jetzt hängt sie irgendwie ein bisschen. Das ist komisch. Das beobachten wir mal, ansonsten würde ich da was ändern. Aber ich glaube, das liegt nur, weil das Spiel gerade gestartet wurde. Da hängt es am Anfang immer ein bisschen rum irgendwie. So, ich verschaffe mir kurz nochmal einen Überblick. Da sah alles ganz gut aus. Ja, läuft schon wieder flüssiger. Gut. Plus 1 und so weiter. Hier läuft sowieso relativ gut. Während das Ganze noch ausgebaut wird. Aber wir wollten natürlich unsere Finanzen im Griff kriegen. Denn so wird das natürlich nichts. So, besiegt die Armee folgenden Kommandanten. Ach, das ist nur der hier. Ich habe mit keiner Truppe die Reichweite. Aber mit der können wir es ja mal versuchen. So groß ist die Armee ja nicht. Aber wir haben grün heute mal wieder. Und da müssen wir aufpassen. Doc Karatz, genau. Daher kommen die und mit denen kann ich nachher dann vielleicht auch darüber. Das schauen wir uns nachher mal an. Oh, jetzt sind wir minus 30. Das ist schlecht. Ich glaube, dass ich da einfach. Ja, ich muss irgendwas platt machen an Truppen. Bergwerker kicke ich raus. Und wen haben wir hier noch? Will jetzt gerade schauen, da zählen ja auch die hier unten dazu. Und die sollte ich da schon lassen. Na, wir lassen sie erstmal so. Jetzt haben wir erstmal wieder positive Bilanz. Eisenfelsen, Charakdorn. Und Schwarzfels, genau. Da wollten wir uns jetzt erstmal in Deckung ziehen. Danach gemeinsam kann man da versuchen, mal reinzumarschieren. Aber alleine macht es auf keinen Fall Sinn. Nein, die wollen alle nicht. Vielleicht können wir hier einen militärischen Zugang rausholen, jawohl. Vorher erst aber mehr nicht. Okay. Dann halt so rum. Und mit denen sind wir alle verbittert, verfeindet. Grenzgrafen und noch mehr. Ja, da kann man halt auch nicht groß was machen. Das sind einfach schöne Feindschaften, die wir hier pflegen. Wechselhafte Winde der Magie. Es ist mal wieder Zeit, dass der Magiewind wechselt. Oh, und das Chaos wird uns auch bald besuchen. Das wächst irgendwo hier oben. Na. Irgendwo hier oben, glaube ich. Chaossee, hier. Irgendwo in dem Gebiet müssten denn hier runterbrechen. So. Wo sind wir denn gerade? Hier. Yes. Attack! Ach so. Harknut.
Wer sind denn die Hargnott? Wilderchor-Stimmen. Ja, komm, den erklären wir erstmal den Krieg. Hui. Naja, wir wollen einen Kampf. Den kriegen wir jetzt. Und da ist relativ ausgeglichen. Die sind sogar in Überzahl. Und jetzt heißt es wirklich mal aufpassen, dass wir hier nicht die Truppen verlieren. Da sollten wir uns eine gute Position raussuchen, wie wir irgendwo dann den Feind rauslocken können. Weil das wäre jetzt wirklich schlecht, wenn wir irgendwie hier unsere Truppen verlieren würden. Unseren General sowieso. Vor allem, wenn wir den schon so schön leveln hier, da ist es nicht. Aber das ist ja wirklich unser bekannter, schöner Vorstoßtrupp, der hier einfach durch die Lande zieht und so ein bisschen rummetzelt. Das ist echt geil. Ich bin so froh, dass es jetzt endlich flüssig läuft, wirklich. Das ist so viel wert, dass es dann im Video auch gut aussieht. Ja. Ja, für eure Vorfahren so. Dann machen wir das Ganze wieder so. Den Blinkenmodus eingeschaltet. Stellen wir uns so schön auf hier. Und Gruppierung steht. So, dann rücken wir mal langsam vor. Schauen uns mal die gegnerischen Truppen an. Die haben ja irgendwie, ja, die haben Kavallerie. Auch noch Schockkavallerie. Das könnte schwierig werden. Und hier haben sie halt ihre Wildorks. Ja, das ist jetzt tatsächlich nicht so einfach. Also schauen wir uns gleich mal an. Wir kommen vom Hügel her. Da haben wir ein bisschen bessere Chancen. Ach, jetzt sind wir auch schon da. So. Die bewegen sich aber auch gar kein Stück, oder? Die Frage ist halt, wie wir die da irgendwie rauslocken können, wie ich das überhaupt hier hinkriegen will. Ja. Müssen wir einfach versuchen, die irgendwie herzulocken. Ich könnte mal versuchen, irgendwie mit den Armbrustschützen ein bisschen vorzulaufen. Ein bisschen zu schießen. Die haben auch nur zwei Einheiten. So. Dann würde ich mal ein bisschen vorrücken. Oh, die haben drei Bogenschützeneinheiten. Die sind doch jetzt ein bisschen doof. Aber wir rennen jetzt einfach mal kurz hin. Schießen denen ein bisschen was rein. Dann schauen wir uns das mal an, was jetzt gleich passiert, wie die reagieren. Hä? Schießt doch schnell jetzt. Okay. Bisschen haben wir schon was getroffen. Wow, die greifen nicht an. Die sind ein bisschen wild unterwegs gerade. Aber sonst meinen die gerade nichts. Okay, jetzt kommen sie. Oh, jetzt rennen sie wieder weg. Ja gut, aber das können sie von mir aus gerne machen. Ich verschieße gerne meine Munition.
dann können wir nachher gleich mal schön angreifen. So, haben wir immer noch schön hier die Wild-Orks, können wir uns anvisieren. Ja, ein paar Leichen liegen schon auf dem Boden rum. Jawohl, da kommen noch ein paar mehr zu. Okay, die stellen sich einfach ein bisschen doof an. Ich bleibe hier einfach mal stehen und zermürb die ein bisschen. Derweil kann ich dir ja schon mal ein bisschen vorrücken. Lassen, so. Ja, die schießen auch gar nicht, ne? Aber doch, jetzt fangen sie an. Alles klar. Aber wir haben noch keinen einzigen Mann verloren. Muss man auch mal so sagen. Jetzt können wir langsam mit unserer Infanterie, aber außer Reichweite, die gegnerischen Scharfschützen, will ich schon sagen, Bogenschützen vorrücken. Hier mit unserem schönen König oder General. Wir haben einfach immer noch keine Leute verloren. Sehr geil. So, was ist, wenn ich jetzt auf den General hier mal schieß? Wie genau können die treffen? Gute Treffen, aber es macht halt keinen großen Schaden. So, komm, schieß einfach mal jetzt hier die Kavallerie ab, weil ich glaube, die könnte bei uns noch am größten Krach machen. Jawohl, da hackt's rein. Aber jetzt schießen die schon wieder. Gut, dann teile ich mal unsere Schussstärke auf. Die links weiter drauf. Ja, so geht das. Da haben sie schon einiges verloren. Ich glaube, wir können auch die Musik wieder ein bisschen lauter machen. Bei so einer schönen Schlacht darf es daran nicht fehlen. Okay, es schießen aber auch schon mehr, habe ich das Gefühl. Ja, die machen ja, die greifen die ja nicht an. Das Witzige ist, ich habe die angegriffen, das heißt, die sind in ihrer Verteidigerposition und ja, bleiben da auch irgendwie. Und meine Armbrustschützen sind gut ausgebildet, gut gerüstet. Die flüchten schon gleich. Wahrscheinlich könnte ich die fast nur durch die Armbrustschützen, wenn ich endlich Bolzen hätte, die platt machen. Also die sehen schon geil aus, muss ich sagen. So, aber wir wollen jetzt nicht ewig herumgammeln. Wir werden jetzt mal vorrücken. Schön langsam. Langsam, aber sicher. Die ziehen sich auch irgendwie zurück, habe ich das Gefühl. So, da schwupft man gut runter. Zack, zack, zack. Die Einheit flüchtet dann auch gleich. Okay, Munition aufgebraucht. Angriff. Jiha! Jetzt geht's los. Ah ne, Moment mal, bleibt ihr hier? Ach, die haben jetzt beide aufgebraucht. Eieiei. Ne, komm, ihr bleibt mal hier stehen. Wir greifen jetzt an, jedenfalls die Infanterie. Die mutigen Axtkrieger, die kennen da nix. Einfach reinholzen hier. So, General.
Oh oh. Oh oh, jetzt rasieren die mich da auch noch mit ihrer Kavallerie. Das ist natürlich schlecht. Egal, ich hole die eine Axttruppe zurück. Die steht immer noch ganz gut da, aber hier unten merkt man halt schon, da gibt es Verluste. Hier unser General. Hält das Ganze gut aus. Und wir kriegen halt die scheiß Bogenschützen nicht platt, ne? Egal, holen die zurück. So, und ich würde sagen, unsere Armbrustschützen jagen jetzt einfach die anderen durch die Gegend. Was haben die als Waffen? Auch Äxte, sehr gut. So muss das sein. Kommt denen mal zur Hilfe. Ach, die rennen jetzt auch alle weg. Na gut, haben wir es gerade noch geschafft, weil wir den General eben so zugesetzt haben. Jo. Wunderbar. Die nehmen wir mal gefangen. Aber jetzt rennen die auch noch zurück da. Die müssten wir doch nochmal kriegen. Ne? Jawohl. Und jetzt. Zack. Alle tot. Das hat uns bestimmt richtig gut Erfahrung reingebracht. Ja. Da kriegen wir nochmal gut was ab. Plus 2 Angriffsbonus, Führerschaftscharakter Aura. Waffenstärke gegen Grünhäute, Resolut Angriffsbonus. Starrsinnig und Resolut. Die beiden Sachen nehmen wir mit. Das wird uns auf jeden Fall was bringen. Aber jetzt sind wir schon ziemlich krass in feindes Gebiet, da würde ich mich jetzt erstmal wieder zurückziehen. Dass wir hier nicht in irgendwelche Sachen reingeraten. Die haben ein Plünderlager aufgestellt in ihrem eigenen Land. Nicht schlecht. Kann man natürlich machen. Also hier könnten wir jetzt weiter aufrüsten. Hier auch. Langbärte. Das machen wir doch direkt mal. Ne, da spare ich lieber und dann bauen wir lieber hier unten einfach weiter. Kriegen wir bestimmt mehr Steuern oder so, ja. Charaktron, da bauen wir das. Kriegen wir 120 mehr Gold pro Runde. Das lohnt sich dann auf jeden Fall. Und jetzt haben wir auch schon fast keine Goldreserven mehr praktisch. Da kommt das gerade recht. Da haben wir auch noch eine neue Kaserne. Oh, oh. Ganz schlecht. Da haben wir auch eine neue Kaserne, wo wir dann neue Truppen rekrutieren können. Irgendwie Langbärte mit Doppel-, also mit Axt. Zweihänder-Axt. Grünholzstimme. Und jetzt wird's schwierig. Hier war irgendwie eine Truppe unterwegs. Und da vorne auch. Müssen wir jetzt echt aufpassen. Cool. Global können wir auch schon einiges rekrutieren. Was halt viel, viel teurer ist als lokal, also. Aber das haben wir halt gebaut, also da müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir halten jetzt da erstmal die Stellung. Wir schauen uns jetzt nochmal nach guten Technologie um, die uns irgendwie von Nutzen sein könnte. Hm.
Wachstum plus 10% alle Provinzen. Das ist wichtig. Weil da kriegen wir dann wieder neues Einkommen mehr bauen können. Das ist richtig cool. So, gibt es hier hinten irgendwelche Probleme? Hier halt minus 2, aber die müssten doch jetzt eigentlich mal langsam hier ankommen, oder? Okay, dann schauen wir gerade mal noch hier in den... Honor to your ancestors. Konföderation beitreten, abgelehnt, schade. And what can the Dawi do for you on? Warum wollen die kein Schutzbündnis mit mir? Hey, angenommen, juhu. Militärisches Bündnis auch noch hinterher? Nee. Schade. Aber gut. Da haben wir uns im Zwergenreich schon mal gute Verbündete geholt. Wir haben ja durch die Konföderation eins komplett eingenommen. Also da haben wir uns schon mal gut ausgebreitet jetzt. Ich speichere gerade mal schnell, damit das nicht wieder verloren geht. So, dann, ich glaube, da können wir schon die Runde wieder beenden. Hui, wo kommen die denn jetzt her? Da flüchte ich mal ganz dezent. Ach nein. Ja, okay, aber gegen die haben wir wenigstens noch eine Chance. Dann kämpfen wir halt gegen die. Aber jetzt auch nicht so schnieke. Das sind ja unsere angeschlagenen Krieger. Wie das was werden soll, ich weiß nicht. Arg sein Rückenbeißer. So, da sind wir schon mal schlecht aufgestellt irgendwie. Ja, wir stellen uns hier auf und warten die ganze Zeit. So machen wir das. Zack. Stell die noch gerade auf. So. Das heißt Vorspulen abwarten. Beziehungsweise... Ach du heilige Kacke. So. Das wird jetzt nicht witzig, sage ich euch. Achtung! Berittene Feinde greifen! Och nein, wir werden das nicht überleben. Och nein. Die tun mir so leid, die haben so tapfer gekämpft vorhin. All die Schlachten. Jetzt kommen die hier mit Streitwägen und alles. Dann noch diese Spinnen. Ey, wir haben doch gar keine Chance. Das ist doch jetzt echt uncool. Haut sie weg, ey, echt. Och nein, jetzt. Ich habe keine Chance, wirklich. So, ich greife jetzt an. So. Was ist das? Was kann das? Bodenfeind wirkt sehr feine Reichweite und Kilometer aus. Was? Wie viel? 100 Meter. Okay, jetzt passt mal kurz auf. Und zack. Ich muss den Generalblatt kriegen. Jetzt renn doch zu dem scheiß
General hin. Junge, lauf. Es kann nicht wahr sein. Wo ist denn der? Jetzt kämpf dich doch wenigstens durch, ganz ehrlich. Lauf durch, komm schon. Jetzt lass dich platt machen, lauf durch. Ey, kommt der da jetzt nicht durch oder was? Hey, das kann jetzt nicht wahr sein. Jetzt lauf doch hier mal durch. Boah, ey, so. Also, es tut mir jetzt echt leid. Jetzt haben wir verkackt. Da flüchten jetzt schon unsere Leute. Bats, komm schon. Mach sie kaputt. So, flüchten sie jetzt? Jawohl. So, und jetzt hau ich euch kaputt, ich sag's euch. Macht sie kaputt, verdammt. Kaputt machen, zack, zack, hallo. So, warum rennen die jetzt so nah dran? Ich muss den General töten. Oh Mann. Keine Ahnung, wie das werden soll. Wir werden einfach nur zerpflügt so. Jetzt rennen die da wieder zurück. Ist, gibt's nicht. Macht euch kaputt, ich sag's euch. Der ganze, General macht euch alle kaputt. So, kommt, zack, zack. Hey, die blinken alle. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, wir haben es tatsächlich geschafft. Oh mein Gott, war das knapp. Eieiei. Aber keine Einheit verloren. Jetzt heißt es wirklich, die austauschen und holen lassen. Meine Güte, ey. Krasse Sache, echt. Okay. Jetzt greift der auch noch an. Oh. Aber wir haben ja noch keine Rüst, keine Mauern oder so, wo wir runter gucken könnten. Das ist ein sehr blödes Schlachtfeld. Ja. Oh Mann. Ja, wir positionieren uns einfach hier oben. So. Ah, wir haben einen Katapult dabei. Das ist schon mal gut. Wir haben 3 Einheiten Schützen. Wir haben Pickel-Infanterie, was auch immer die auf dem Schlachtfeld bewirken. Nochmal Pickel-Infanterie. Und natürlich unseren General. Und das war's dann auch schon.
So, dann sollen wir sich nur mal rantrauen. Ein mächtiges Kriegsgerät in die Schlacht. Dies muss zerstört werden, wenn es eure Truppen nicht... Welches Kriegsgerät meint denn der? Alles klar. Die Frage ist, was können diese Pickel-Leute eigentlich? Das steht jetzt hier auch nicht, ne? Hä? Bombardieren die sich gegenseitig? Ich renne jetzt auf jeden Fall nach rechts. So, auf jeden Fall mal auf die Kavallerie schießen. Ja, ich habe halt keine Kavallerie und das merkt man auch schon, dass es zum Problem führt, weil ich kann ja zum Beispiel da hinten da ihre Artilleriestellung überhaupt nicht weghauen. Oh, da fällt mir ein, ich könnte mal hier noch... den Blänkler-Modus machen, habe ich jetzt gemacht. So, dann zeigt mal, was ihr könnt. Oh Mann, wir sind so am Arsch, echt. Ich versuche jetzt hier noch irgendwas zu schützen. Was schießen die denn? Okay, wir können sie noch ein bisschen abhalten, so. So, komm, dreh um. Och nö. Jetzt hauen die mich wirklich kaputt hier, oder was? Das geht ja gar nicht. So. Jetzt geht's los hier. Och heje. Jetzt geht's echt ab. Angriff. Wir müssen irgendwie noch ein paar Truppen darüber schicken können. So. Jetzt habe ich die wenigstens mal davor geschickt. Jetzt können wir noch mit denen darüber schießen, jedenfalls es versuchen. So, komm, die kriegt er auch noch weg. Greift einfach an, jetzt komm. Hat er jetzt keine Spezialfähigkeiten, das ist das Problem. So, jetzt greift man hier schön an. Oh. Das ging wohl schief hier irgendwie. Mist. Ja, also da fehlt eindeutig Kavallerie, muss man ganz ehrlich sagen. Und die Herrschaften, warum beschießen die sich da hinten? Das kann doch jetzt nicht wahr sein, echt. So, dann lasse ich die mal noch da reinrennen mit der Pickaxe. Ich hoffe, die kriegen die Typen ganz gut hin mit ihrer... Ja, könnte klappen. So, die flüchten auch schon. Die Hammerinfanterie. Da kommen wieder hier zurück. Die werden jetzt irgendwie versuchen, einfach abzuschießen. Ja, die sind praktisch auch gleich weg. Der General flüchtet schon. Die flüchten jetzt auch. Dann rennen wir jetzt mal noch in die Bogenschützen rein. So, und ihr zwei kümmert euch um die. Ja, dann müsst ihr eigentlich jetzt das Gröbste wirklich geschafft haben.
Aber auch das war mal wieder eine übelst verlustreiche Schlacht. So, warum rennen die jetzt eigentlich hier rein? Weiß man nicht so genau. Aber irgendwie müssen wir die jetzt noch schlagen. Und die rennen halt wirklich rum. Und das ist das Problem dabei, dass wir die einfach nicht kriegen. So, jetzt haben wir noch den General. Jetzt doch die Chance, dass wir den Blatt machen. Dass sie dann halt flüchten danach. Der Wagen ist so geil mit den Leuten drunter. Komm, töte ihn. Komplett blätten, bitte. So, da hinten können wir noch versuchen, den Katapult kaputt zu machen. Ja, das ist jetzt immer so ein dummes Suchspiel hier, wirklich. Das geht richtig auf die Nerven. So, komm, dann gehen wir auch noch in den Kampf mit unserem General. Der Rest von den Herrschaften flüchtet, ja. Oh, dann müssen wir hier gerade mal rein. Ah, die können das wieder bemannen. Dann können wir noch die Bogenschützen ins Visier nehmen. Ja, nicht so schlecht. So. Da hinten gibt es irgendwie noch ein paar Leutchen. Zwei reichen da. So. Jetzt müssten wir es aber geschafft haben. Ja, wir haben es geschafft. Wahnsinn, wieder. Richtig krasse Schlacht. Aber, ja. Wenn das jetzt dauerhaft so weitergehen würde, dann wäre unsere Armee bald auch nicht mehr da. Aber gut. Da war mal richtig Glück gehabt. Den letzten müssen wir mal weg. Okay, die Vampirfürsten wollen jetzt auch noch ihren Spaß. Ach nee, komm. Das kann man nicht gewinnen. Okay, wo war das jetzt? Das war irgendwo in dem neuen Gebiet da oben. Der einfach mal kurz rumraided. Ja, da haben wir nächste Folge auf jeden Fall richtig noch was zu tun, dass wir das Ganze wieder zurückholen. Plündert und brennt alles nieder, was ihr hier findet, mächtiger Herr. Dieses Land eignet sich nicht als Siedlungsort eures Volkes. Alles klar. Da werden wir da auch nur noch kaputt machen. Und damit danke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.